Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge von Total War Attila mit den Cordoba. Ein wirklich sehr angenehmes und gechilltes Let's Play, muss ich sagen. Und bei uns läuft es einfach nur rund. Es geht nur vorwärts zur Zeit. Wir haben keinerlei Zufriedenheitsprobleme. Wir bauen auch nur aus und momentan sieht es auch sehr nach aus, als würden wir uns bald noch erstmal die Navarra-Provinz holen und dann nochmal Valencia mit angreifen. Also ganz Spanien ist eigentlich auch nicht mehr fern. Gut, wir werden jetzt erstmal hier die Runde beenden und schauen mal, was passiert. Die Schlacht von Saragossa wollte ich noch gern selber schlagen und gegen Valencia möchte ich auch noch mal gern was machen hier. Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich echt drauf, Leute. So. Böhmen, Kroatien. Ich muss ehrlich sagen, dieses DLC ist schon nicht schlecht gemacht. Das ist auf jeden Fall besser als Wrath of Sparta. Es spielt sich schöner. Das macht mir auch Spaß, da ich. Gesinnung. Mit Herzogtum der Gaskone. Durch die Nähe unserer Grenzen und dem herrschenden Frieden verbessern sich die Beziehungen mit diesem Nachbarn. Cool. Cool. Seid willkommen. Aber strafe uns Gott, wenn wir in unseren Gesprächen von der Wahrheit abweichen. Super, finde ich schön. Können wir mit Aquitanien auch handeln? Nee, die wollen eher weniger. Gut, schön auf jeden Fall, dass wir uns jetzt hier ausdehnen können. Was ist denn da passiert gerade? Okay. Alle Menschen müssen dienen. Ich frage mich, wo die Armee hingeht. Wahrscheinlich irgendwo hier hin marschiert. So, die Armee ist soweit fertig. Das heißt jetzt also auch Krieg gegen Valencia. Die Siedlung wird belagert. Okay, gut, das wird jetzt hier natürlich keine Arbeit sein. Attacke bitte. Und besetzen. Ich erwarte eure Befehle. Hä, das gefällt mir nicht. Ein Mann hat das gefällt mir nicht. Ich würde jetzt gerne hier drüben spionieren, aber ich muss dem hinterherlaufen. Leisen Schrittes. Ich muss wissen, wo er lang geht. Mein Werk ist gut. Zum Sieg! Boah, der hat jetzt Verschleiß hier? Das tut mir aber leid, mein Freund. Tötet sie alle! Kann mich die Schlacht schlagen? Wir haben schon letztes Belagerungsschlacht gesehen. Ich möchte mal lieber die offene Feldschlacht schlagen gegen Valencia. Das ist eher in meinem Interesse. Jetzt haben wir eine ausgewogene Schlacht. Auch die Schlacht ist sehr eindeutig gewonnen. Und Silliman wurde einfach jetzt gerade gepusht hier. Finde ich echt cool. Bereit zum Kampf. Super. Super, super, super. Und wie stark ist jetzt Suleiman von... Guck euch das mal an hier. Alter. Finde ich echt... Echt nicht schlecht. Guck euch das mal an. 49 schon. Das ist ordentlich. Das ist echt ordentlich. Finde ich sehr gut. Super. Okay, was machen wir jetzt? Wir können dieses Wachstum nutzen, was wir hier haben. Einfluss. Scheiden wir jetzt blöd? Wo ist denn unser Abt al-Assis? Hier. Er wird loyaler mit der Zeit, das sieht man. Wir kriegen auch mehr Herrschaft dazu, oder? Ja, 1% haben wir schon mehr. So. Wer hat denn hier besonders viel Einfluss? Almundir, du hältst gut mit bei meinem Freund. Aber meiner Frau. Deswegen werden wir hier mal sagen, gut, leck mich. Wir nutzen dich jetzt, um die Beliebtheit zu verringern. Das kostet mich auch, glaube ich. Gar nicht so viel. 30 nur. Wenn das klappt, war das erfolgreich. Zu euren Diensten. Gut, du bist nochmal besser geworden. Finde ich cool. Okay. Auch hier nochmal persönlichen Einfluss verbessern. Der muss wirklich richtig gut werden, der General. Aber so richtig. Und der wird ja auch nur gepusht hier. Das ist schon geil. Ach, was machst du denn da in meinem Gebiet, Gascone? Ui, Barcelona hat hier hinten noch was. Gut zu wissen. Okay. Wir bewegen dich jetzt mal hier rüber.
Mit dir möchte ich nämlich dann hier hinten angreifen. Meinetwegen laufen wir jetzt auch einmal durch Barcelona durch. Ich grüße euch im Namen meines gefürchteten Herrn. Damit müssen die ja leben. Aber die haben sich auch ganz schön gut ausgedehnt. Guckt euch das mal an hier. Hm. Schlecht. Hätte ich nicht gedacht. Lebt damit, Leute. Ziel erreicht. Ich laufe jetzt einmal durch eure Provinz durch. In Bewegung, mein Herr. Ihr kriegt sowieso noch von mir auf die Fresse, von daher. So. Wir kämpfen für euch. Ich kann jetzt diese Runde noch nicht abziehen. Wir werden aber mal die Runde beenden. Und unser Stadtteil hier drüben kriegt auch noch mehr Baukosten. So, also weniger Baukosten quasi. Das ist cool. Vielleicht kriegen wir mal noch ein bisschen, sparen ein bisschen Geld und können dann gleich noch ein bisschen mehr rausholen. Oh, ich bin ein bisschen müde. Aber ist okay. Mensch, ey, das ist schon. Jetzt läuft alles richtig schnieke hier. Spanien wurde erobert bis zum geht nicht mehr. Ohne Gegenwehr. Gut, Valencia hat sich bewegt und ist wieder nach Cartagena zurück. Thronbesteigung, Hisham. Ein Knabe wächst zum Mann heran und dieser wird zum rechtmäßigen König über unser Volk. Es lebe der Großkönig! Mein Gott. 97 Gravitas, ey. Das ist so jung. Cool. Durch geschickte Verwirrungstaktik wurde der entsprechend eurem Wunsch Gerüchte verbreitet, jedoch die Spur zu eurem Agentenschutz zum Ziel. Wie wünscht ihr bei diesem misslungenen Täuschungsmanöver zu handeln? Gunst verloren, was macht das überhaupt? Scheiße. Wir geben ein bisschen Kontrolle auf. Wir holen uns einfach wieder hier mit unserer Eulenfrau. Ey, was ist da verkackt hier? Tut mir leid. Bin nicht gerade sehr froh drüber. Wir wollen Unterstützung sammeln, bitte. Das kann nicht schaden. Gut. Du brauchst eine Frau. Sollst du bekommen. Wir werden Hisham definitiv eine eigene Armee noch zustellen. Und zwar die hier drüben. Von Marwan ist die. Du bist nicht schlecht, Marwan. Du bist auch loyal, aber du wirst jetzt ersetzt. Durch Hisham. Einflussreich trifft's gut. Okay, cool. Nein. Es gibt alles nur das. Naja, komm, wir machen mal einen Nasenhelm, bitte. Okay, Einheiten, Erfahrung, plus sehr viel Land. Cool. Alle für kontrollierte Provinz. Hm. Gut. Langschwert. Den bitte hier. Wir geben dir mal bitte eine Leibwache. Okay. Super. Herrscher haben jetzt auch wieder mehr, finde ich gut. Ja, du wirst trotzdem hochgepusht hier, mein Freund Suleiman. Du wirst dann missbraucht für das Volk. So, auf dir geben wir mal mehr Einfluss hier, bitte. Coole Sache. Wie kann ich euch dienen? Ich würde sagen, du darfst mal den Angriff hier drüben treiben. Die Armee braucht ein bisschen, bis sie da ist. So. Ist wieder eine normale Stellung. Kommst Valencia jetzt noch nicht an, oder? Nee. Aber du kannst auf jeden Fall schon mal belagern. Wir werden diese Siedlung für euch einnehmen, mein Herr. Okay. Den Spion, den können wir jetzt auch abziehen wieder. Oder? Doch, machen wir. Den ziehen wir jetzt hier wieder ab, oder? Können wir hier noch einen neuen holen? Ich könnte hier einen Priester holen. Nee. Auch hier noch ein Priester.
Hier ein Priester. Hier kann ich alle holen, das finde ich gut. Holen wir zwar einen neuen Spion, bitte. Zack. Und ich werde mich auch nochmal hier hoch bewegen. So, wie viele kann ich denn eigentlich haben? Da, steht's. Spione kann ich maximal 2 haben. Schade. Aber Armeen kann ich mehr haben. Alle Menschen gut. Müssen dienen. Es wird eine schöne Schlacht noch werden hier gegen die. Die werden sterben. Definitiv. Gut, ich will jetzt allerdings auch hier drüben Valencia angreifen. Und das machen wir jetzt auch. Zack. Wir werden diese Siedlung für euch. Totale Expansion hier. Guckt euch das mal an. Ich nenne das mal totale Expansion. Wir dehnen uns nämlich einfach nur noch aus. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Super. Integrität haben sie. Wächst auch weiter. Cool. Aber Versorgung jetzt hier gepusht. Finde ich wirklich gut. Schöne Sache. Schöne Sache. Es ist echt die Ausdehnung hier mittlerweile. Es geht nur noch vorwärts. Als nächstes kommt Valencia. Danach holen wir uns noch Katharina wieder zurück. Können wir erstmal wieder die Runde beenden. Generell haben wir gerade einen richtigen Aufschwung, was Loyalität betrifft, Zufriedenheit, militärische Stärke, wirtschaftliche Stärke. Was hat da mit der Größe zu tun mittlerweile? Kommt was? Der kommt da so vorne mit seiner ganzen Macht. Ziehen wir uns nach Saragossa zurück. Ist jetzt keine große Aufwand. Ui, da kommt ein Angriff von Valencia. Ui, da kommt noch eine Armee. Ui, und dagegen kann ich jetzt wirklich nichts machen. Gut, okay. Nehmen wir hin. Ich dachte, der steht jetzt woanders hin als da. Gut. Habe ich nicht dran gedacht gehabt. Der haut wirklich weiter ab, ey. So ein Arsch. Gut. So, die Oppositionspartei hat eure Bemühungen untergraben. Ja, wir werden voranschreiten. Entfremdung. Was, wieso hat er so viel Loyalität auf einmal? Boah. Schon cool. Alle politischen Manöver sind von Erfolg gekrönt, doch dieser Mann nimmt es euch besonders übel, dass ihr ihm nicht helfen konntet. Ablehnung. Oh, das ist ja gemein. Der braucht aber eine Ehefrau, ey. Gut, wir haben jetzt wieder mehr Kontrolle. Alter. Und du schaffst es wieder nicht? Willst du mich am Arsch lecken? Zu euren Diensten. Will mich echt verarschen. Gut. Leck mich. Wir ziehen ab. Und du gehst nach hier, bitte. Erfüllt eure Pflicht, Männer! Ich weiß, da ist eine Armee. Ich kann mich nochmal drum kümmern. So, wo ist der Spion? Du rennst nach hier rüber. Schnell und leise. Wir sehen hier nämlich alles und gleich kommen wir ein bisschen, wo wir hin müssen. Zu euren Diensten. Okay. Wir kämpfen für euch, mein Herr. So. Mein Herr. Valencia wird angegriffen, bitte. Unserer Stärke niederkauern. Ist nur 8. Lager bitte weiter. Die Siedlung wird. Okay, er könnte noch da unten marschieren. Gut. Dagegen werden wir kontern.
So, wer ist denn hier ein guter Ausbilder? Du, Abdel Aziz. Ist einer. Ist besser, Marwan. Ehrenhafte Tafelschwerter, bitte. Rekrutieren. Bereit zum Kampf. Wir rekrutieren jetzt hier wieder. Was war das überhaupt für eine Armee? Sehr Speer- und Kavallerielastig. Der Konter wäre schon gegeben, wenn ich alleine nur sage, wir nehmen jetzt hier den berberischen Herbern statt den berberischen Schwerkämpfern. Finde ich schon mal gut. Wir fangen aber erstmal mit unseren Fernkämpfern an. Ich schicke meinen runter nach Cadiz. Die dürfen sich drum kümmern. Nein, nicht. Gut. Nächste Runde gehört ins Valencia. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Gut, nach Tarragosa kommt er nicht. Super. Tarragona, tut mir leid. Falsch ausgesprochen. Wir werden noch eine schöne Schlacht haben gegen die Taifa von Barcelona. Aber gut. Das hier ärgert mich, dass er jetzt einfach nur abhaut. So. Stellt meine Geduld nicht mit euren stumpfen Worten auf die Probe. Mit euch gibt's keinen Frieden. Mit euch gibt's einfach keinen Frieden. Kommt nicht in die Tüte. So. Sizilien ist die drittstärkste Macht im Spiel. Ui. Aber wir beenden jetzt mal die Runde hier. Und schauen mal, was kommt. Was machen denn unsere schönen Feinde hier? Barcelona greift Tarragona an. Oh mein Gott. Das ist jetzt kein großes Opfer für mich. Muss ich ehrlich sagen. Muss ich ehrlich gestehen. Es ärgert mich nur wenig. Eigentlich fast gar nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Okay. Ist er jetzt bescheuert? Willst du mich verarschen? Konsequent jetzt die ganze Kontrolle, die ich dazu bekommen habe, habe ich jetzt wieder verloren. Ich werde doch hier verarscht gerade vom Spiel. Ich baue aus, ich verliere wieder. Na egal. Für Ruhm wir uns erstmal nochmal die Provinz dazu. Wir haben Plündern und besetzen. Ein bisschen Geld kann ich schaden. Okay. Das gehört wieder uns. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Hier rüber mit dir bitte. Ihr da, an die Arbeit. So, auf mit denen hier. Zack. Und dich bewegen wir jetzt mal hier runter. So. Hier habe ich auch Verschleiß. Angriff. So. Zu euren Diensten. Barcelona würde es nächste Runde schaffen, finde ich auch gut. Okay. Valencia gehört uns. Das nächste geht's nach Cartagena. Okay, woran kann ich das jetzt sehen mit der Kriegsmüdigkeit? Weil ich sehe einfach nichts dran. Irgendwie, irgendwo. Keinen negativen Einfluss. Hä? Okay, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ich bin ein friedliches Land. Führe aber Krieg bis zum geht nicht mehr.
War nicht schlecht. Aber gut. Leute, ich würde auch mal sagen, es ist soweit. Mein Herr. Es ist ja nur ein Stupper Let's Play gewesen. Wir haben nur mal kurz reingeschaut und gucken uns ich mal an. Ich erwarte eure Befehle. Vielleicht irgendwann, wenn der Bedarf noch da ist, führe ich das mal irgendwann weiter, nachdem ich die anderen Kampagnen abgeschlossen habe. Aber ich sehe da jetzt keinen Bedarf, das wirklich weiter zu zocken. Schreibt aber mal eure Meinung rein. Ich muss ehrlich sagen, dieses DLC hat mich ein wenig überrascht. Ich finde es gar nicht mal so schlecht. Obwohl ich erst sagen musste, dass ich von der Mache immer noch ein bisschen enttäuscht bin. Es ist immer noch zu wenig Content drin. Ne? Also es ist halt immer noch nur ein DLC, das muss man betrachten. Es ist für mich vergleichbares DLC wie The Wrath of Sparta. Schreibt mal eure Meinung rein in die Kommentare. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder von einem anderen Total War Let's Play. Morgen müssen wir wieder soeben kommen. Eine Folge und dann kommen halt wieder die ganzen anderen Parts. Erstmal die werden runtergerattet. Dann schauen wir mal. Westrum hat immer noch eine Menge vor sich. Aber schreibt mal eure Meinung rein. Wie findet ihr das denn so? Mittelalter, Total War? Würdet ihr euch über Medieval 3 freuen? Schreibt das auch rein. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von einem anderen Let's Play. In dem Sinne, ciao. Bis zum nächsten Mal.